It's time to clap your hands. It's time to hands. It's time to. Hi Leute und herzlich willkommen zu Ellipse, Defending the Motherland, ein kleiner Ego-Shooter-Game, gratis auf Steam für die HTC Vive. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So, das Ganze passiert natürlich auf einem Controller, ein zweiter ist gar nicht nötig und ich habe da nämlich ein Problem mit den Kabeln. So, wir können natürlich Endless spielen oder wir spielen mit Levels. Ich spiele natürlich mit Level. So. Nämlich mit einer coolen Mucke im Hintergrund. So, wir können uns jetzt eine Waffe aussuchen. Ich habe das ein bisschen angetestet. Ich kann euch nur die Waffe empfehlen, die Laserwaffe, die ist halt eben bald besser. So. Stay alive and kill a monster. Natürlich am Leben bleiben und Score war natürlich 200 Punkte. So, also wie gesagt, man bräuchte nur einen Controller, der zweite ist gar nicht nötig. Es fängt alles klein an und danach wird es immer schwieriger. Mal gucken, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen besser geworden. So. Natürlich steht da gar nicht meine Lebensanzeige. Muss ich natürlich das zerstören. Oh Gott, den Himmel. Es fängt jetzt schon so gut an. Also ich spiele da weiter, wo ich nämlich aufgehört habe. Das ist nämlich gut so, dann seht ihr nämlich auch gleich Action. Die sind wirklich so riesig, so wie ich sie auch im Spiel sehe. Alle weg. Ich kann euch wirklich die... Boah, da kommt gleich zwei auf einen. Schnell alle weglesen. Ja, voll übertrieben, Mann. Okay, da ist einer. Ich glaube, hinter mir auch einer. Mal schnell weglesen, alle wegflöten. Ja, da kommt auch noch einer. Ich weiß gar nicht, wie viele Lebenspunkte ich habe, aber den Penner hole ich mal auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir schauen. Hey, ich hab's geschafft. Alter, ich hab diese. Oh! Soll ich diese Waffe riskieren? Weil die ist nicht gut. Ach, ich riskiere es jetzt. Ich probiere mal. Oh. Ja, dann probiere ich es einmal aus. So, man kann da auch nämlich ziehen, das ist aber eigentlich unnötig. Das ist einfach nur ein Arcade-Shooter-Game, dementsprechend. Aber ich kann meinen Controller so halten. Okay. Oh, ist es ein Bosskampf? Ich habe die falsche Waffe ausgesucht, ich Penner. Ich treffe ja gar nichts. Das ist ja voll blöd. Das ist jetzt blöd, ich habe einen Flammenwerfer in der Hand. Ja, das ist echt blöd. Das ist aber blöd, dass... Oh, ich bin jetzt schon tot. Okay. Das ist auch gut so, weil ich werde jetzt nämlich die Waffe switchen. Genau. Ich glaube, dass ich in sein Auge hinsprühen muss. Habe ich ihn jetzt wehtan? Ja, ich glaube schon. Oh ja, ich tue gerade weh. Vor allem, ich kann dieser Strahl nicht abwehren. Was? So Leute, das Ganze probiere ich jetzt natürlich mit einem Maschinengewehr. Ich meine, ist gar nicht mal so schlecht, aber ich weiß nicht. Vielleicht funktioniert das jetzt, den Typen da zu erledigen. Und ja, wir können jetzt eigentlich schon anfangen, meine Score ist immer noch 400. Okay, ich bin jetzt sprachlos. Ich bin jetzt sehr, sehr sprachlos.
Ich weiß gar nicht, wie man sowas killt. Ich wollte es euch trotzdem zeigen. Es gibt natürlich auch Endless. Das ist dasselbe wie Levels, nur kommen die Gegner halt ein bisschen öfters. Das geht ja gar nicht. Ah ja, stimmt. Man muss natürlich das schaffen, dann kann man natürlich das spielen. Fragt mich nicht, wie man das kaputt macht. Vielleicht könnt ihr diesen Monster besiegen. Ich wollte euch das mal demonstrieren. Ich sage trotzdem danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.